Gut essen und gut trinken kann man den ganzen Tag. Ich bin eigentlich dann schon wieder soweit fertig, übergebe das Zepter an den Chef der Strebersdorfer Burm, der wird euch jetzt bis zum Buffet unterhalten. Er hat gesagt, er macht das heute allein nicht, weil er von uns nicht so viel Geld gekriegt hat. Ja, danke. Ja, das war's schon wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in Wien, einen tollen Unterhalt bei mir hier am Schiff und einfach einen schönen Tag. Dankeschön. Na, ich glaube, der Kapitän hat Goldzent oder was, darum hat sie das ausgeschaltet. Man muss da immer aufpassen, Mann. Ja, ich möchte euch begrüßen bei unserer Schiffsreise. Da können wir schon zu dieser Reise. Peter, du schaust zu mir, reisen wirklich nach Duin. Also, das ist kein Schmäh. Der glaubt, jetzt hat die Kundschaft vorbei. Nein, wir fahren wirklich hin. Also auf unserer Schiffsreise, und jetzt haben wir gedacht, ich muss euch halt ein bisschen was erzählen. Und da müssen wir gleich anfangen mit, sag ich jetzt einmal, ja, weil Muttertag ist ja demnächst, müssen wir gleich so einen Mutterwitz erzählen. Da geht eine Mutter mit ihrem Sohn, also Vater auch, Mutter und Vater und der Sohn gehen in den Zoo und schauen sich so die Viecher an und kommen sie bei den Kamel vorbei. Und dann sagt der Bub zu Mama, sagt er, du Mutti, sag einmal, trinkt ein Kamel? Sagt sie, Kamel saufen den ganzen Tag und schaut dabei den Vater an. Und dann sagt der Bub zum Vater, Papa, und heiraten Kamele auch? Sagt er, ja, nur Kamel heiraten. Ich hab mir das nämlich jetzt erst herrichten müssen, es war gar nicht ausgemacht. Die haben gesagt, sie singen was, aber dabei muss ich reden. Und jetzt haben wir natürlich auch den Witz des Monats. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass halt jeder versteht. Ein burgenländisches Ehepaar geht zu einem Arzt, und zwar, weil die Frau, ganz einfach Orgasmusprobleme hat. Und das kann man heutzutage schon beheben, ist ja kein Problem. Die gehen dann hin, der Doktor untersucht sie und sagt nach einer Weile, sagt er zum Burgenhändler, also ich habe es gesehen, ihre Gattin hat deswegen Probleme mit dem Orgasmus, sie bekommt zu wenig Luft. Sie müssen, wenn es beim Sex, müssen sie irgendwas auftragen, eine Lüftung, einen Ventilator oder irgendwas, oder muss einer wachen. Irgendwas muss passieren, dass er Luft kriegt. Und dann werden sie dann geht es. Ne? Wirklich Worte, zwei können haben. Und wir sind rausgegangen beim Doktor, steht da ein Neger draußen, sagt der Burgherrler, was ist, was Zeit? Sagt er, ja. Aber willst du da Geld verdienen? Ja. Auf 50 Euro? Ja. Sagt er, okay, mit. Na, der nimmt er mit. Die haben einen Schlafzimmer, er reibt einmal so ein Wackel in die Hand, den Neger, und der fängt an zum Wackeln, und der eine zu seiner Frau, und ja, es dauert eine Stunde, da wird nichts. Es gibt keinen Orgasmus, nach einer Stunde jetzt den Burgherrler ins Bett, sagt er, was los, Neger, komm du einer. Und er hupft aus, der Neger springt ins Bett, der Burgherrler wackelt zweimal, die hat einen Orgasmus, und da siehst du jemand, der so wackelt, Mann. Ja, sowas gibt's, das ist also, was will man, die Frauen haben ja auch andere Probleme, die Frauen tun ja meistens so auf unschuldig, ne? Das weiß man ja, dass ja, wir wollen's nichts wissen, ich seid so unschuldig, ja, Entschuldigung, ich glaube, das ist jetzt nur so, aber irgendwie stimmt schon, ja, ich habe eine Frau gekannt, die hat 5 Jahre im Puff gearbeitet und hat geglaubt, die anderen kriegen kein Geld dafür, aber sie hat auch keins gekriegt. Und das sind die, ja, oder zum Beispiel, da war ich bei der Firma Blaushiege, auch 6 Jahre hat sie dort gearbeitet, und die hat immer gesagt, sie macht Schlafsack-Firma erst. Nicht? Also, jetzt sagst du das, oder zumindest hat sie es erzählt, ich weiß nicht, ob man sich nicht das erzählt hat. Nein, man muss schon, also ich muss sagen, ich habe ja nichts gegen, also gegen Frauen habe ich ja nichts, aber meine nehme ich nicht mehr mit. Wir waren heute schon 8 in der Früh da am Schiff, wir haben ja arbeiten müssen. Und dann ist meine Frau rausgegangen aufs Klo, hat die blöderweise die ganze Wäsche mitgehabt. Und auf einmal kommt sie und sagt, zuerst, die haben am Klo eine riesen Waschmaschine, ich hab die ganze Wäsche reingehabt. Aber habt ihr ja schon gesehen, die Fenster, die unten am Häusl, nicht? Also, ich bin mein Wäsch los und sie fährt immer mehr mit, das weiß ich nicht. Das ist, ja, wer kann sich das leisten, die ist mir fort von einer Wäsche gehabt. Nein, es ist halt, bei den Frauen ist das so, kann man nichts tun. Ich habe ja noch was aufgeschrieben, ich bin ja noch nicht ganz fertig. Ja, da kommt eine Dame in ein Ledergeschäft ein und sagt, ja, ich hätte gerne ein Däschchen. Ich
Hätte sie wohl einen Tisch können. Wenigstens doch hätte ich eins, ein Kokorakel. Sagst du, ist das teuer? Ja, so gut, das kostet schon ein bisschen Geld, aber wieso sehen das ist so? Coco, sie kennen ja Coco, nein, Chanel heißt er. Coco Chanel, sie kennen das ja, das ist, kostet viel Geld. Nein, sagt sie, aber das gefällt mir gar nicht. Das gar nicht, das gefällt mir. Ja, sagt er, das kostet aber 10.000 Euro, das kleine Tasche. Da sagt sie, sind sie wahnsinnig, wieso 10.000 Euro? Ja, sagt sie, ist eine Penisledertasche. Sagt sie, und was kann die? Na, wenn sie streicheln, jetzt größer. Also, sag der Maritza, du tust ein bisschen schwitzer, da wird mir schon ein bisschen über. Was sagt sie ganz leis, das ist nicht mein Schweiß, das ist unterm Bett der Timo. Jetzt aber gleich zu spät, weil mir nichts mehr geht, wie ich sie mir anschaue. Nur ganzen Tag ist man's waschen, dann wär sie sicher wieder rein. Es ist nie zu spät, das Kruch, das vergeht, mit Estella oder. Ja, und ist weg das Geruch, dann komm ich wieder auf Besuch. Jetzt kommen wir schon langsam ins Finale.
Also die Schwimmflieger können schon aufblasen, weil dann ja halt rausschwimmen müssen. Wir alle miteinander, die da herumsitzen, auch oben, meine, die, auch die Herrschaft oben, da muss ich sagen, ihr seid alle eine Weltpartie. Wir sind eine Weltpartie, jo, jo, Weltpartie. Wir sind die Weltpartie vor dir. Alle Leute kennen mich, ich bin von der Welt. Zum Steinbach. Es verständlich. Na, was reden Sie nicht gleich verständlich? Jetzt habe ich es kapiert, was Sie da meinen. Na gut, dann lasst mir den Traum und geben Sie halt vier Bananen.